Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, hoffentlich epischen Ausgabe von Greif Solo Abenteuer. Ich habe jetzt gerade den ersten Rift schon geschlossen und habe hier Dual Wielding Science Pistols und eine kleine Springfield dabei. Deswegen gehen wir direkt rein. Ich hoffe, es wird eine saftige Runde. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Hatte den Fax Aparillos. Wir haben den 22.02.2023. Anno Domini. Und es ist vormittags. Es ist gerade 10 Uhr. Der frühe Vogel fängt das Bounty. Ja, egal, scheiß drauf. Ihr wisst Bescheid, ne? Bald sind Twitch-Drops. Da könnt ihr wieder reinlunzen. Oh, da steckt eine Frau rum. Muss ich mich ganz konzentrieren, ja. Da schlägt eine Frau rum. Was wollen wir ganz kurz aufpassen? Bald, was heißt bald? Am 23. Februar startet nämlich eine Twitch-Drop-Kampagne. Oh, hat ihr mich gesehen? Ui, Hit ist da. Oh, vielleicht ist was? Nein, schade. Schade, was haben wir hier? Ui, die good old Carbine. Der Carbine kann ich gut umgehen normalerweise. Hoffentlich auch heute. Wo ist die? Hä, da ist die Hive, aber wo ist der? Oh, scheinbar im Haus. Oh, da, da. Komm. Ich will kurz heilen. Was haben wir denn dabei? Sticky? Die ist sogar eher links. Oh, und was hit das? Oh, die heilt sich. Messer raus! Haha, Abfahrt, Freunde. Okidoki, genau, also vom 23, am 23. Februar startet die Twitch-Drop-Kampagne. Da könnt ihr natürlich auch gerne bei mir reinschauen. Ihr könnt überall, wo Han Showdown gestreamt wird auf Twitch, bekommt ihr verschiedene Drops-Arenos, also Skins und so kleine Supply-Crates heißen die, glaube ich. Das sind dann so... Ja, sag ich mal, Sammlungen an, gibt's alles mögliche, Handdollar, mal ein paar Waffen und sowas. Es gibt einen Partner-exklusiven Drop, den bekommt ihr bei mir natürlich auch. Das ist so ein Anhänger, ich glaube Hera's Gift heißt der, also ein Weapon Charm. Ich selber benutze keine Weapon Charms eigentlich, aber ja, schauen wir mal, wie die dann ausschauen. Vielleicht gefallen sie mir ja. Genau. Also das heißt, am 23. geht's da los. Ich werde natürlich in der gesamten Zeit, werde ich natürlich auch Han Showdown streamen über die Twitch-Drops hinweg. Das heißt, könnt mir gerne auf Twitch ein Follow da lassen und dann bekommt ihr das natürlich auch mit, wenn ich live bin. Jeden Tag live, aber ich werde in der Zeit trotzdem auch ab und zu noch was anderes streamen, / spielen, weil es leider etwas kollidiert mit meinem Zeitplan. Ich wollte nämlich auch bei Sons of Forest reinschauen, also hier The Forest 2 und so. Und ja, Twitch-Drops sind natürlich geil, aber ich werde dann nicht only Han Showdown streamen in der Zeit. Ich streame sehr, sehr viel Han Showdown und es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Es ist immer mein meistgestreamtes Spiel, aber ja, man muss es auch nicht übertreiben, damit es auch so schön bleibt. Damit es mir auch weiterhin so viel Freude macht, übertreibe ich es auch nicht. Und ja, also so als Beispiel, den Partner-exklusiven Drop, den könnt ihr zwischen dem 23. Februar und dem 2. März bekommen. Also das ist, da muss man 210 Minuten zugucken bei einem der Partner, also auch gerne bei mir. Und das ist ein langer, langer Zeitraum, also da hat man jetzt eigentlich gar keinen Stress. Gut, wir haben jetzt gerade den Wellspring aktiviert. Ihr habt das ja sowieso, ihr seht das ja sowieso nebenbei, während ich hier am Labern bin. Da haben wir noch eine kleine Firebomb oder so, dann können wir irgendwie ins Gesicht schmeißen. Ich bin gespannt, wie viel los ist. Es ist 10 Uhr vormittags. Quickplay enttäuscht mich eigentlich nie, muss ich sagen. Da habe ich eigentlich immer volle Server. Bounty Hunt ist schon immer eher... Oh, da ist ja jemand. Ein bisschen anders. Da ist das mit dem Matchmaking ein bisschen schwieriger. Mit dem Loadout... Ui, die Dicker Fuses möchte ich haben. Mit dem Loadout möchte ich definitiv aber aggressiv nach vorne spielen. Und mich nicht verstecken mit der Shotgun oder so ein Scheiß. Wir setzen uns noch ganz kurz den Mentality Shot. Dann kann der seine Wirkung tun. 10 Minuten so ein bisschen passive Heilung. Oh,
Und jetzt ist da einer und jetzt ist da keiner mehr. Oh Baby, jetzt geht's los, du. Hunter Morgan, vertreib Kummer und Sorgen, sag ich. Stamina-Shot. Rein mit dem Bums, ein bisschen Ausdauer. Können wir nochmal looten, vielleicht kriegen wir Medikit zurück. Wäre natürlich cool. Weil, ah ja, tatsächlich. First Aid Kit, sehr schön, das freut mich doch. Okay, machen wir dann mal das Lämpchen aus. Sorgt mir für Unruhe. Und, ja, unten noch vorbereiten vielleicht irgendwie. Dann müssen wir, glaube ich, gar nicht großartig. Naja, jedenfalls gibt es jetzt wieder eine Twitch-Shop-Kampagne und das ist natürlich cool. Und da freuen wir uns natürlich alle drüber. Und was ich sagen wollte, war jedenfalls, man muss da ja gar nicht so extrem reingrinden. Denn es gibt zwar nicht jeden Tag alle Drops, das ist ein bisschen kompliziert. Vom 24. bis zum 2. Februar bis zum 2. März gibt es zum Beispiel dann die Bornheim, die Alley Cut. Die haben auch viele schon von euch. Das ist ein Skin, den gab es schon mal. Vom 25. Februar bis zum 2. März gibt es dann die Mosin, The Fifth Tail heißt der Skin. Mosin-Skin. Dann vom 27. bis zum 2. also 27. Februar bis 2. März gibt es dann den Weapon Charm Gator Eye. Und habe ich noch was vergessen? Ja, genau, vom 28. Februar bis zum Ende der Kampagne gibt es dann eben noch den Legendary Hunter, den Killbuyer. Das heißt, da geht es dann richtig zur Sache. Am 28. Februar gibt es dann den Hunter. Hunter ist meistens für viele das Interessanteste. Da muss man allerdings dann 240 Minuten zuschauen. Also im Endeffekt 4 Stunden, das ist ja im Endeffekt schon meine tägliche Standard-Hand-Showdown-Zeit so ungefähr. Ich meine, nicht jeder kann immer da sein, das ist mir auch klar. Aber es gibt ja ganz viele Handshot-on-Streamer und da könnt ihr ja dann auch gerne bei meinen Kollegen und Kolleginnen vorbeischauen, so nach dem Motto, ne? Aber würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir vorbeilunzt. Wir haben ja immer auch sehr viel Spaß. Auch gestern hat man sehr viel Spaß gehabt bei Hand. Und hoffentlich heute Abend auch wieder. Da drüben ist jemand. Der steppt da schon die ganze Zeit rum. Und ja, das war's eigentlich an der Stelle, was das anbelangt. Außerdem haben wir uns ein neues Auto gekauft und der baut die ganze Zeit Fallen auf. Dann bauen wir auch mal eine Falle auf. Entschuldigung. Ha, das können wir auch, Fallen aufbauen, du Hund, du. Aber was für ein Auto und so weiter. Das erzähle ich in einem anderen Video. Da kommt jemand. Ich habe gesagt, wir gehen aggressiv nach vorn. Dann tun wir das auch. Ah, der kommt hinter der Wurzel. Dank meinen ausgestellten Audio-Kopfhörern entgeht mir da natürlich gar nichts. Adios, Muchacho. Carbine läuft heute wieder. Ah ja, der ist jetzt direkt da vorne. Er hat sich hier schon reingemogelt. Flashen wir mal. Okay, der ist voll Flash, aber hinterher springen ist eventuell dumm. Wir wissen nicht, was er hat, wenn er eine Shotgun hat dann. Ist es deppert? Also geh mal lieber raus, Zifix. Bagmas. Das müsste er jetzt ja eh hören und hinterherkommen, wenn mein Plan aufgeht. Ja, er kommt. Läuft tatsächlich in die Falle unten rein. Bis da vorne muss sein. Oh, der holt doch jemand aus, oder? Hey, was bist du für einer? Wo kommst du her? Hey, sag mal. Euer, servus. Oh, da ist der Busch. Oi, 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 oi. Oh, Lord. Oh, schade. Hat sich aber auch noch nicht geheilt, der Dude. Jetzt vielleicht. Schöner Hit. Jetzt mischen sich überall Leute ein. Oh, verfolgt von den Bienen. Ist du tot? Oh, shit, jetzt krieg ich hier. Oh, Scheiße. Weiß nicht, ob das so schlau war, hier rauszugehen. Gerade gefällt es mir nimmer so. Oh, 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 oh. Die Mosin.
Und da vorne nicht noch immer eine Libelle? Oh, oh fuck! Jetzt wird's stressig, Freunde! Von zwei Seiten. Oh, weg mit dir! Raus mit den Viecher, Bebe! Woo! Was war da denn los? Ladies and Gentlemen, das waren ja locker, also mindestens 5, eher 6 Kills. Und das in einer Abfolge, bam, 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 rein in die Arena. Ich kam mir vor wie beim Gladiator. Holy Kaboli. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ein kleiner Quickie, quasi zwischendurch mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid bei der Twitch-Stop-Kampagnen-Geschichte. Denn der bin ich natürlich auch jeden Tag live und so, ne? Letzte Zeit war es stressig. YouTube aufnehmen kaum Zeit wegen Rustlord und Co. Aber es geht immer weiter und das ist richtig und das ist wichtig. Dementsprechend saftig bleiben und wir sehen uns. Macht's es gut auf twitch.tv/greifenberg. Ne? Bis dann. Tschüss. Ciao und schönen Tag noch.